Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Türchen des Redshirt Adventskalender. Ich bin euer Soran und heute möchte ich mal mit euch mal was ganz anderes machen, als was ich sonst gemacht habe. Und zwar möchte ich mit euch heute ein bisschen backen. Für das, was ich mit euch hier backen möchte, brauchen wir Mehl, Salz, Puderzucker, Backpulver, Eigelb und etwas Milch für den Fall, dass der Teig so trocken wird. Auch eine ordentliche Portion Butter darf nicht fehlen. All diese Zutaten geben wir in eine große Schüssel und verrühren diese zu einer zähen Masse. Auch ein bisschen Star Trek Feeling darf natürlich beim Backen nicht fehlen. Wem es mit einem Handrührgerät so umständlich ist, darf natürlich auch seine Hände verwenden. Wenn der Teig nicht mehr krümelt und eine große Masse ergibt, ist der Teig fertig. Um den Teig später besser weiterverarbeiten zu können, wird er in einzelne kleine Portionen im Kühlschrank zwischengelagert. Jetzt kommt auch das zum Einsatz, was ich euch auch schon mal in einer Redshirt Radio Folge gezeigt habe. Star Trek Cookie Cutter oder auf Deutsch auch Plätzchenausstecher. Wenn der Teig etwas abgekühlt hat, holen wir ihn aus dem Kühlschrank. Damit der Teig nicht auf der Unterlage festklebt, streuen wir etwas Mehl aus. Danach wird der Teig ausgerollt. Jetzt kommen die Star Trek Cookie Cutter zum Einsatz. Jetzt werden die ausgestochenen, noch rohen Plätzchen großzügig mit viel Abstand dazwischen auf ein Backblech gelegt. Jetzt kommen die Plätzchen für etwa 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Thank you.
Wenn die Ränder der Plätzchen leicht goldbraun werden, sind sie fertig. Jetzt geht es zur Dekorierung der Plätzchen, die ich leider vergessen habe aufzunehmen. Daher hier nur die Kurzform. Mit etwas Puderzucker und Lebensmittelfarbe und Wasser in einem kleinen Glas angerührt. Etwas Zuckerschrift. Und Zuckerdeko. Entstehen dadurch leckere, farbenfrohe Star Trek-Plätzchen. Guten Appetit!